Nun, zumindest du hast es fürs Erste herausgeschafft. Und was mit den anderen ist, wissen wir nicht. Und wir werden es möglicherweise auch noch einige Tage lang nicht wissen. Wer Nun, weiß, es ist ein gutes Stück bis zur Port Zornbrecht. das ist richtig. Wir sollten so schnell wie möglich mit diesem Elementaristen reden. Jetzt oder nie, es zählt jede Sekunde. Deshalb bin ich so schnell hierher geeilt. Hast du Damit dann noch wir. Kraft? Ja, ein wenig. Ich werde einen von diesen Astraltränken trinken und dann geht es schon wieder. Gut, ich habe Rafik mitgebracht. Eigentlich Das hätte ist ich gut. auf Abelmir gewartet, aber nun in Anbetracht der Umstände. Es tut mir so leid. Ich konnte nichts tun. Nun, wir wollen die Hoffnung einmal noch nicht aufgeben. Aber ja, es klingt schlimm. Naja. Ich hole diesen Trank und eine Kleinigkeit zu essen und dann machen wir uns auf den Weg. Ja. Ja, 15 Minuten später, einigermaßen trocken, würden wir uns dann auf den Weg machen. Ah, Assalamu alaikum. Vortax, ihr habt es geschafft. Rafik, es ist mir eine Freude. Salam alaikum. Ja. Alaikum assalam, Effendi. Wir wollten uns gerade aufmachen, werte Zulamin. Wir haben bereits von der Seeschlacht vor Port Zornbrecht vernommen. Und nun, wie es aussieht, haben unsere Schätzungen 5000 Soldaten oder Piraten, nun, die wir weniger haben, auf deren Seite. Wir können sie also streichen, ebenso 50 Schiffe, die vergangen sind. 50 Schiffe. Ich Ja. denke, das ist ein guter Tausch. Wir haben eine Stadt verloren gegen 50 Schiffe und eine Dämonenarche, wie mir bereits zugetragen worden ist. Die Sie Seuchenbringerin. wurde vernichtet. Ich tausche einen Blick mit Voltax. So haben unsere Späher sagen lassen, ja. Nun, sie war sehr angeschlagen. Wundert mich nicht, dass sie in dem elementaren Feuer möglicherweise vergangen ist. Es hat ihr dann überall gewütet. Aber. Nein, wir glauben schon, dass sie von innen heraus vernichtet worden ist. Die Winde tragen schnell, müsst ihr wissen, aber sie hat nicht gebrannt. Oh, das ist Wir konnten. ungewöhnlich, aber es ist erfreulich. Unsere Dann haben. Luftgeister hatten eiselementare Spuren auf der Oberfläche entdecken können. Irgendjemand hat sich dort durchgebrannt. Allerdings konnten wir oder sie niemand Lebendes erkennen, die später herausgeklettert sind. Eventuell haben sie es vorher getan, aber nun, die Seuchenbringerin ist zumindest auch vernichtet. Also ein wahrwürdiger Tausch. Nun, immerhin etwas. Boltax, ihr Ja. sagtet, dass ihr als Brandbringer einen Pakt mit einem feuerelementaren Wesen hattet, korrekt? Das ist wahr, ja. Mit einem Vulkangeist, so sagt man. Nun, der Herr von Sorak, ja. Der Herr von Sorak! Nun, Der dann können Tat. wir uns glücklich schätzen. Wir waren gerade auf dem Weg zu. Ihr sagtet, hier soll es eine Eisgrotte geben. Wir werden zwar selbst dort nicht herbeirufen, aber nun, all die anderen Dinge, die wir brauchen für Humus, Erz, Luft und Wasser, wir werden es hier finden. Tubarek Alkain hat angeboten, dass unsere Elementaristen die Eisgrotte nutzen können. Boltax, du möchtest dieses Angebot annehmen? Ihr Ja. meint den Tubarek Alkain? Seid ihr des Wahnsinns? Er hat die Eisgrotte. Ulamin zuckt die Achseln. Oh nein, Ihr das ist kennt nicht ihn gut. näher? Nein, es ist Tubalkain. Ein großer Meister. Ich weiß, wer. Ohne Frage und er gibt sich gerne kryptisch. Vor allem hätte er gerne Kontakt mit uns, weil wir auf der Sulman fahren.
Er hat uns bereits mehrere Briefe geschrieben. Der Mann ist vollkommen verrückt. Und er kannte wohl älter, als er aussieht. So, er kannte den, unsere Spekulation. Ja, er kannte den echten Sulman al-Nasori. Deswegen schreibt er uns die ganze Zeit. Er ist ein Fan. Also möchtet ihr ihn lieber nicht treffen. Nun, wie gesagt, wir hatten sowieso nicht vor, hier in Zelem einen Eismeister zu beschwören. Aber ihr sagtet ja, ihr hättet mit jemandem darüber geredet, dass es nun tatsächlich Dubalkan ist. Ist der nun schmerzlich, aber ihr solltet den Kontakt mit ihm aufbauen. Wir werden uns in die Sümpfe zurückziehen und mit Humus und Erz, dafür müssten wir natürlich noch einige Wege weitergehen, aber ihr sollt euren Meister bekommen. Wir haben bereits Kontakt mit ihnen aufgenommen und beim Nagwa werden wir auch einen Erzmeister bekommen. Hohoho. Meisterlich. Gar meisterlich. Es ist tatsächlich herausragend, dass nun die Helden von diesem Baron, beziehungsweise die mit euch auch verbunden sind, dieser Ronga, sagt man so, dass sie gemeinsam vor einiger Zeit und gemeinsam mit mir oben waren. In Draconia, nicht wahr? Korrekt, in Draconia. Oh, das muss fantastisch sein. Die elementare Harmonie an diesem Ort ist einzigartig in Aventurien, habe ich gehört. Ist es. Wir haben dort einen Pakt geschlossen mit den anderen Meistern, die sich auf den Weg gemacht haben. Und nun, Erz, Feuer, Wasser, Luft, all die Elemente, sie werden sich mit an dieser Seeschlacht beteiligen. Sie mögen Dämonen schicken, wir schicken unsere Meister. Nun, wenn das Feuer in unseren Augen brennt, wie soll es da anders gehen, als mit einem brennenden Sieg, dem Fanal der Vernichtung dieser Flotte, die da gegen uns steht? Wir haben gar keine andere Wahl. Also, Boltax, lasst euch nicht von ihm bequatschen, so sagt man. Glaubt ihm nicht, gar nichts. Er lügt und betrügt. Immer. Aber gut. Wir werden uns nun, er knackt einmal mit den Fingerchen, 29. Raya, ihr guckt nach oben in den Mond. Na, ein Tag für die Vorbereitung, dann erscheinen sie am 30. rechtzeitig für die namenlosen Tage. Nun gut. Vortrefflich. Sulamin. Dann sollten wir. Ihr schönste Frau von Aventurien, wir werden uns wiedersehen an Bord meiner Sulman. Das wäre mir ein Vergnügen. Er herzt dich, nimmt dich in die Arme. Möge Raya euch gewogen sein. Boltax? Ja, es freut mich immer, euch zu treffen. Es sind so beflügelnde Gespräche. Wenn ihr das überleben solltet, nun, ihr wart an Bord eines Schiffes. Ich denke nicht, dass Sulamin noch Bedarf für einen Geoden hat. Wir allerdings schon. Was haltet ihr davon, wenn ihr ein Mudaras an Bord meines Schiffes wärt? Nun, das müsste ich erst mit meiner Frau besprechen. Aber überlegt prinzipiell ein interessantes Angebot. Ich werde gegebenenfalls darauf zurückkommen. Wir würden uns sehr freuen. Es freut mich sehr, dass zumindest jemand hier Zukunftspläne hat. Natürlich. Wir sind Tulami, denn wir können gar nicht anders. Aber bitte sich einmal um. Nun gut, wir sind in Zelem. Hier sind auch Tulamiden, aber das sind Elemiten. Wir sind Kunchoma, das ist etwas anderes. Ich bin ein Zwerg, ich bin viel zu dickköpfig. Dass ich nicht Zukunftspläne hätte. Dass ich mich einfach so meinem Schicksal ergebe. So schön kommt's ja noch, also wirklich. Wir würden ihn uns sehr freuen. Nun, er überlegt so ein bisschen, verzieht den Mund. Wir würden vielleicht sogar Abel Mirja Morenes als Mudaris einstellen, aber nun, er ist unabhängig von diesem Schwarz. Er ist kein Elementarist, so wie ihr, Boltax. Ihr seid uns wesentlich willkommener. Ja, das letzte Mal, als er versucht hat, einen Elementar herbeizurufen, da hat er ein Waisenhaus angezündet. Das war nicht so schön.
Und dieses eine Mal, als wir fast in den Himmel gestürzt wären, weil dieser Elementar verärgert war. Er kann einfach nicht mit ihnen umgehen. Nun, ich denke, diese Geschichten hören wir uns gerne am ersten Parajos an. Ja, eine wundervolle Idee. Bei einem Becher Tee würde ich vorschlagen. Was auch immer ihr mögt, Meister Boltax. Damit drückt er auch dich einmal. Und ja, ich erwidere die Umarmung. Verbeugt sich sehr tief und geht dann ab. Nun, ich glaube, wir sollten los. Ja, ich werde dich vorstellen, Boltax, aber dann muss ich zurück zum Schiff. Selbstverständlich. Ihr könnt den Weg am Effort-Tempel vorbei über zahlreiche Brücken in Richtung des Anwesens von Tubarek Al-Kain oder Tubal-Kain mit dem kalten Herzen nehmen. Die Diener öffnen euch und wenn ihr dann eintretet, könnt ihr Tubal-Kain bereits in der Empfangshalle erkennen, wie er dort mit ausgebreiteten Armen steht, eine weiß-blaue Robe an und die Arme geöffnet. Die Sulman al-Nasori ist im Hafen. Ja, wie es euer Plan war. Ihr habt mit Rafik gesprochen. In der Tat. Wo ist er hin? Ich bin sicher, dass es euch nicht schwerfallen wird, ihn zu finden. Nein, wohl nicht. Und ihr müsst Boltax sein. Es ist mir ein Vergnügen. Mir wurde sehr viel erzählt über euch, aber ich wollte mir selbst ein Bild machen. Er deutet mal in seiner sowieso schon offenen Hand in Richtung sein rechts, euer links. Gehen wir ins Studierzimmer, trinken einen Tee. Ich lege ihm meine linke Hand, auf der ich ja dieses Stigma bzw. diese Schneeflocke eingebrannt habe, als ich den elementaren Djinn des Eises in der Wildermark beschworen hatte, in seine Hand, sodass er mich gerne ins Studierzimmer führen darf. Ja, er scheint das so zur Kenntnis zu nehmen. Du kannst aber in seinem Gesicht auch nichts weiter sehen, außer seinen eiskalten Augen. Und so könnt ihr euch hinsetzen. Es sind noch zahlreiche weitere Stühle dort, aber ihr seid dann nur zu dritt. Unglaublich viele Bücher, die hier aufgereiht sind. Und ein Diener tritt dann direkt auch herein. Sein Mund ist zugenäht und stellt euch dann heißen, dampfenden Tee hin. Irgendein Kräuterding. Riecht nicht unbedingt fischig, aber irgendwas aus dem Sumpf wird es wohl sein. Irgendwie so ein Sumpfkräutertee. Ihr. Dass Rafik nicht mit euch sprechen möchte. Mir scheint, ihr hättet viele gemeinsame Themen und Interessen. Ich habe ihm so viel gegeben und ich erwarte nur etwas Dankbarkeit. Mehr nicht. Aber es soll nicht um Rafik gehen, denn ihr seid nicht Rafik. Wir schreiben mittlerweile den 29. Raya. Es ist spät in der Nacht und ich denke, dass die ersten paar Schlachten geschlagen worden sind. Ist dem so? Das ist wahr. Nun wollt ihr meine Eisgrotte, nicht wahr? Auch das ist richtig. Der Logik gebietet es, dass man diese Archen am besten mit Eis bezwingen kann. Ihr habt die Eisgrotte, die uns möglicherweise den entscheidenden Sieg über die Archen hervontragen lässt. Dementsprechend würden wir gerne auf dieses Angebot zurückkommen. Habt ihr mal darüber nachgedacht, seit wie vielen Jahren ich hier sitze, mit einer Eisgrotte unter meinen Füßen? Und warum ich dies in Selem tat und nicht in Sakenfjala Alanfa? Nun, nein, ich wusste bis vor kurzem ja nichts über die Eisgrotte. Möglicherweise aufgrund von irgendwelcher Kraftlinien? Eine Eislinie, nein, hier geht keine Eislinie durch, Selem. Nun, ich meinte eher, da ihr ja nur schon etwas länger hier seid und Selem einen gewissen Satinaf-Bezug hat. Was kümmert mich Satinaf? Alle, die hierher kommen, fabulieren von Satinaf. Und ich nicht.
Satinov interessiert mich ehrlicherweise jetzt nicht so sehr, aber... Nein, aber erzählt. Meine Frage war gezielt, warum ich mich hier mit einer Eisgrotte hingesetzt habe, vor so sehr vielen Jahren. Nun, weil hier der Stern niedergegangen ist und, ja, es die Pforte in das damalige Vajat war. Fast. Weil die Prophezeiungen von dieser Seeschlacht gesprochen haben und weil ich wusste, dass ihr Eis brauchen würdet. Glaubt ihr wirklich, ihr könnt mit Feuer eine Dämoneneiche brechen? Oder mit Nun, Erde? Im gegenwärtigen Zustand nicht, nein. Deshalb das Eis. Aber das Feuer wird hilfreich sein bei all den anderen Schiffen. Die Erde. Nun, sie wird hilfreich sein, um uns Schutz zu bieten. Jedes Element tut seinen Teil in dieser kommenden Schlacht. Doch das Eis, es wird die klingende und frostige Schneide sein. Der Stillstand und die Zeitlosigkeit. Nun, in der Tat, Stillstand und Zeitlosigkeit, Logik und Präzision. Klarheit. Elemente, die dem Eis zugesprochen werden. Eis ist ebenso wissenshungrig. Unveränderlich. Nun, man könnte fast sagen, eine ewige Jugend, wie ihr schenkt. Also gut. Ich werde mich an die Beschwörung, an die Herbeirufung machen, wenn ihr diesen... Nun, Geist braucht. Es wäre eine große Hilfe, in der Tat. Hagelschlag. Sonst hättet ihr all die Jahre umsonst hier gewartet. Dem ist so. Ich helfe euch bereitwillig und großzügig, wie ich euch bin. Ich lebe schon so sehr lange, da... möchte ich nicht mit Gold und Juwelen oder mit Wissen beschenkt werden, aber ihr solltet wissen, dass Hagelschlag wie Eis seinen Preis fordern wird. Nicht ich, aber der Meister schon. Seid ihr bereit, ihn zu zahlen? Das bin ich. Ausgezeichnet. Du siehst, wie zum allerersten Mal sein Mund sich zu einem Lächeln verzieht. Sieht fast dämonisch aus. Wir nehmen das Angebot an und wir beschwören Hagelschlag. Er wird rechtzeitig eintreffen. Ich nicke nur. Weil das klingt für mich logisch. Und Eiselementaristen sollen ja logisch sein. Also, ja. Er erhebt sich. Ihr könnt auch den letzten Schluck Tee trinken. So lange wart ihr gar nicht hier. Es war einfach viel zu schnell. Und wenn ihr euch dann selbst erhebt, dann streicht er mit seiner Hand... legt er sie zumindest Boltax einmal auf die Schulter und schiebt euch fast liebevoll freundlich nach draußen. Jo, alles klar. Würfel meine Sinnenschärfe, Boltax. Ja, das mache ich. Einen Moment. Ich habe welche Talente. Sinnesschärfe. Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde die gerne shippen. Ja, du hast ja einen Schicksalspunkt aufgespart, auch wenn du ihn bisher noch nicht brauchtest. An dieser Stelle könntest du ihn benutzen. Das sieht doch viel besser aus. Das ist eine sehr viel bessere Probe. Er sprach eben davon, von der Zeitlosigkeit, der ewigen Jugend, der Unveränderlichkeit, Eis als lebensfeindliches Element. Und während er dich nach draußen schiebt und ganz leicht über deinen Handrücken fährt, kannst du bemerken, wie wohl die Schneeflocke zu einer Sanduhr wird.
In welcher Position liegt die Sanduhr oder steht sie? Das kommt natürlich darauf an, wie du deine Hand hältst, aber du siehst, dass auf beiden Seiten gleich viel Sand liegt oder fällt. Ja, interessant. Okay. Also es ist auch nicht so, du bewegst deine Hand ein bisschen, da rieselt dann noch kein Sand weiter. Es ist ja keine Tätowierung, es ist eine Narbe, eine Eisnarbe, die aber jetzt kein Schneestern mehr ist, sondern eine Zeituhr. Und ja, so könnt ihr nach draußen gehen. Poltak spielt ein bisschen mit seiner neuen Narbe. Zulamin sagte, sie möchte ganz gerne wieder zurück zum Schiff. Und als ihr dort ankommt, könnt ihr sehen, wie Abelmir und Ronga ziemlich verdreckt und schlammig. Nee, ich widerspreche, bevor ich in die Stadt getreten habe, ob ich einen Tappi packt erwirken. Gerade vor euch stehen, Abelmir, bevor er das Schiff betreten hat, er ist zwar noch außer Puste, ihr könnt aber noch sehen, wie er einen Zauber spricht und dann der Dreck von ihm abfällt. Ihr habt ihn aber trotzdem schmutzig noch gesehen, als er gerade... Doch. Ja, der Schmutz, der Dreck fängt von Abelmir zumindest ab. Ronga steht da immer noch wie scheiße und stinkt. Ja, aber ihr kommt von hinten an sie heran und er hat zumindest nicht damit gerechnet, weil die Avianda vor euch liegt. Abelmir! Du bist am Leben! Ihr lebt! Na, natürlich bin ich am Leben. So schnell bringt man mich nicht um. Siehst du, Zulamin, ich hab's dir gesagt. Wenn's einer schafft, dann er. Wusst ihr etwas über Rafim? Nein, aber... Egal, was er macht, es ist groß. Da waren diese Säulen und die haben runtergezählt. Das ist schon mal. Und es gibt noch einen anderen. Es gibt zwei Neuigkeiten. Ich weiß nicht, ob wir das hier besprechen sollten. Lass uns an Bord gehen. Kommt erst einmal herein. Rafik hat gesagt, dass ihr die Arche zerstört habt. Ja. Ronga ist jetzt auch ein Archentöter. Herzlichen Glückwunsch! Ich würde gerne ein Manifesto-Element Wasser über Ronga auslösen, sodass ich quasi eine kleine Dusche für ihn generiere. Mach doch einen Doppelfaktor auf ihn. Ich habe keinen Doppelfaktor. Mann. Ich bin ein Geode. Abelmir, rück raus mit den ASP. Was kostet denn? Nein. Ich stecke euch alle an. 4 ASP oder was? Weil es dauert halt die Ewigkeit 50 Aktionen. Wenn man es verdoppelt, die Reichweite Dauer ist dann 100 Aktionen, also 100 Minuten jetzt noch. Aber ich mach's gerne, diese Zeit habt, um hier noch rumzustehen hier stundenlang. Ach Quatsch, der kriegt jetzt ein Manifesto. Gut, nass. Bisschen. Ja, nicht ganz, es ist nie so. Dreckiges Wasser läuft runter. Nee, ich hab hier Wasser manifestiert, kein Schmutzwasser. Also das ist ja schon reines Element. Es ist halt nicht genug. Ja, der Dreck läuft in die Rillen. Ja, aber es hilft zumindest ein bisschen. Ronga, vielleicht solltet ihr euch vorher etwas reinigen. Ich glaube, wir sollten beide auch einen Piranha-Geweihten aufsuchen. Das könnte auch keine schlechte Idee sein, ja? Habt ihr recht. Ja. Ich weiß nicht, ob ich hier einen finde. Selam, aber... Nein. Ihr versteht es, wenn ihr euch die Geschichte erzähle. Wir sollten erstmal reingehen. Sage ich und spritze Ronga nochmal mit Stollen Nummer 5 an. Das wird es hoffentlich ein wenig übertünchen.